Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera zusammen mit Falco Berg und vor der Kamera Sabine Reber, die Gartenschriftstellerin aus Biel in der Schweiz. Wir sind auf der kleinen Dachterrasse von Sabine und Sabine steht vor der essbaren Wand. Wie ist es dir so ergangen? Wir haben dir die essbare Wand mal geschickt. Wie ist es dir so ergangen mit den Dingen? Ja, die ist lustig. Wenn man so wenig Platz hat, dann macht das ja Sinn, dass man eben die dritte Dimension auch bepflanzt. Also ja, ich dachte erst, das Ding sieht ziemlich hässlich aus und so und habe da mal die Bohrmaschine geholt und da irgendwie darf man den... Also das Haus steht noch. Man muss das richtig gut fixieren und dann habe ich angefangen, das zu bepflanzen und fand, ja, es ist wirklich lustig. Also jetzt, wo das so grün ist und wuchert, das ist eine tolle Idee, finde ich. Hast du schon mal einen Salat geerntet? Ja, zwei haben wir schon gegessen. Die werden jetzt nicht so schön rund wie im Garten, aber also, man kann die essen, ja, das klappt. Aha. Also die Kräuter sind fast noch besser. Mich dünkt jetzt das Basilikum und die Erdbeeren, so denen gefällt es recht gut da drin. Und halt alles, was größer wird, das muss man dann nach einer Weile wieder in den Garten rausnehmen. Was denkst du, bepflanzt man das einmal pro Jahr oder sollte man das mehrmals bepflanzen? Gut, die Salate, die wachsen ja sehr schnell und dann erntet man die. Und ich mache das ja in meinen kleinen Gärten auch so, dass ich dann was ernte und gleich einen neuen Setzling reinpflanze oder gleich zwei, drei neue Samen reinstecke. Also das geht immer so Hand in Hand. Man nimmt was raus, steckt wieder was rein und dann ist das so ein Kreislauf, wo halt auch immer was da ist. Die praktische Frage, hast du die Erde jetzt direkt in die Taschen gemacht oder einen Topf noch reingemacht? Nein, also es ist sowieso recht klein, also viel kleiner kann man es ja nicht machen. Ja. Und das ist, also ich habe so viel Erde wie möglich reingestopft, damit die doch etwas Platz haben. Ja. Hast du jeweils Hilfe, die Erde raufschleppt? Das mache ich selbst. Also die schleppt die Erde rauf, okay. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Ja, nein, eben so diese mediterranen Kräuter, auch diese Oregano-Sachen, so, die sind ganz gut, weil es eben auch sehr heiß wird und die natürlich nicht sehr viel Erde und nicht sehr viel Wasser auch haben. Man muss ein bisschen gucken, was man da reinpflanzt. Aber ich finde, wenn es bepflanzt ist, sieht es wirklich lustig aus. Ja, und erweitern natürlich die Möglichkeiten auf so einer kleinen Terrasse. Ja, man hat oft so hässliche Wände halt auch auf einer Terrasse, wo man nicht recht weiß, was machen damit. Und ich denke, also wenn ich mehr Platz hätte, würde ich jetzt auch drei, vier nebeneinander montieren. Das wird sicher cool aussehen, wenn das größer ist. Super. Herzlichen Dank, Sabine Reber.